Allein die Tatsache, dass der neue US-Präsident den Eindruck von persönlicher Integrität vermittelt, bricht mit der pessimistischen, wenn nicht zynischen Auffassung, dass jeder, der sich in der Politik engagiert, korrupt sein müsse. Ganz unabhängig davon, wie einflussreich man selbst ist. Es ist diese im klassischen Sinn tugendhafte Haltung einzelner Menschen, die uns Mut und Kraft geben kann, selbst ein tugendhafter Mensch zu werden und so zu einer neuen, tieferen Zufriedenheit zu gelangen. Prioritäten. In der Tradition des Jesuitenordens, dem ich angehöre, gibt es eine Liste von 5 Prioritäten, die im Leben helfen sollen, den Dingen den Platz einzuräumen, der ihnen der Sache nach zukommt. Vielleicht kann diese Liste auch dem einen oder der anderen von Ihnen eine Hilfe sein. Gerade in Zeiten von großer Anspannung, sei es durch viel Arbeit, sei es durch persönliche Krise, hat mir diese Liste gute Dienste erwiesen. Auf dem ersten Platz, die wichtigste Priorität also, steht der Schlaf. Ohne regelmäßig genügend Schlaf zu bekommen, klappt nichts mehr so richtig. Wenn wir müde und unausgeruht sind, verliert das Leben an Tiefendimensionen. Dann funktionieren wir zwar vielleicht noch, können aber nicht mehr wirklich leben. Natürlich kann es Zeiten geben, in denen es schwierig ist, genügend Schlaf zu finden. Jeder, der kleine Kinder hat, weiß ein Lied davon zu singen. Aber auch für Eltern ist es wichtig, den fehlenden Schlaf, so gut es eben geht, nachzuholen und sich Gedanken darüber zu machen, wie man einigermaßen ausgeschlafen leben kann. Wer ständig unter Müdigkeit leidet, der wird auf Dauer kaum etwas von Wert zustande bringen. Die zweite Priorität hat unser Körper. Regelmäßig Bewegung oder Sport, gesunde Ernährung, alles, was dem Körper hilft, in einem guten Zustand, einer guten Verfassung zu bleiben.